Hallo und herzlich willkommen, liebe Argonauten, zu einem kleinen Video heute zum Thema, mit dem Thema Jurassic World, wie war mein Fazit? Da es ist ein kleines Gameplay, muss ich mich beeilen. Ich war am Donnerstag schon zum Release des Films im Kino abends. Ich konnte es kaum mehr erwarten, als alter Jurassic Park Fan. Da bin ich halt im Kino gegangen, eine Spätvorstellung, hier bei uns in Krefeld. Ja, und ich muss sagen, okay, also als vor und nach weg, ich war nicht enttäuscht und das, was ich haben wollte, habe ich bekommen, also von einem Film, ne, was persönliche halt als persönliches Erlebnis. Und ja, er hat mich da in ein paar Momenten an meine Kindheit erinnert, wo ich 93, wo der Film rauskam, der erste, Jurassic Park, wo ich mit meinem Vater ins Kino gegangen bin. Und diese Theme, diese Musik, diese Endomusik, die jeder kennt, der Kinofilme schon mal gesehen hat. Hier übrigens mein Aim, in vollster Perfektion. Ich versuche übrigens, falls du das siehst, Krieger, irgendwann mal, glaube ich natürlich nicht. Ich hoffe, du siehst es mal, so geht Aim. Besser kann man es nicht machen. So, und zurück zu Jurassic World. Und ja, auf jeden Fall, der Film hat mich ab und zu mal so rüber transportiert ins Jahr 93, durch diese Momente, durch diese Musik natürlich, und da auch ein paar Sachen aus dem alten Film gezeigt wurden, wie zum Beispiel die Nachtsichtgerät, das der Junge da getragen hat, wo man den T-Rex erstmal sieht, oder die alten Jeeps, oder die John Hammond Statue. Und ich fand das schon sehr, sehr gut gemacht, also es wurde respektvoll umgegangen mit dem alten Film. Und da muss ich wirklich ein ganz großes Lob aussprechen, und ja, das sind einmal große Pluspunkte des Films für mich. Ja, zum restlichen Film, okay, ich war mich gefreut, dass als Chris Pratt mitspielt, er hat richtig reingepasst, glaube ich, in den Film. Also da hätte kein anderer reinpassen können, so ein Remake oder Reboot, wie man es nennen mag. Ich muss immer lachen, wenn ich jetzt mal Gameplay sehe, nebenbei, und meine Künste, nein. Also, ja, so spielt man nicht COD, ja, ich weiß. Und, ja, es geht, das Problem mit dem Film ist, es wird zu schnell alles eingeführt, also der Park, alles schön, also viele Dinosaurier, streichelt so, etc. Aber es geht alles viel zu schnell, und dann, ja, 40 Minuten vielleicht, 45, und dann kommt schon der Ausbruch des Dominus Rex und dann geht halt die Party los, ne? Aber so im Großen und Ganzen, es ist ein Bombast-Kino, ein Popcorn-Kino für den Sommer. Zum Glück ist es nicht ganz Michael Bay geworden, also diese Richtung des Transformers 3, so bam, bum, bam, und kein Gehirn, und ja, und man hat Spaß, man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in Jurassic Park 3, Jurassic Park 1, Entschuldigung, und in seine Kindheit, für manche so in meinem Alter, 80er Baujahr. Und das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, für 2 Stunden, man, also ins Kino, das lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem für Jurassic Park Fans. Es ist kein Überfilm, ne? Es gibt bessere Action-Movies dieses Jahr vielleicht. Aber für Jurassic Park Fans ist es auf jeden Fall ein Muss. So, ich hoffe, die kleine Review, weil ich muss zum Schluss kommen, hat euch gefallen, zum Kinofilm. Und es wird noch ein Video kommen, bevor ich fliege nach Griechenland. Ne? Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis bald. Ciao, ciao.